Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ede Live. Heute am Sonntagabend, 21 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, man kann mich hören. Was geht, Leute? Seid ihr alle gut drauf? Schröder ist am Start, Daniel Schröckert. Schön, dass du dabei bist. Hallo, heute. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und wir haben lange diskutiert, wir haben lange überlegt, was wir machen. Und am Ende ist es doch die Wahl geworden, die ich eigentlich auch schon von Anfang an antizipiert hatte. Man sieht es hier am Layout im Hintergrund. Wir gucken Forrest Gump. Nein, wir gucken Rambo 2, Daniel. Ja. Na? Na? Soll ich jetzt schon direkt in Euphorie verfallen? Warum denn zwei eigentlich? Weil ich mir gedacht habe, das ist der perfekte Film, um drüber zu quatschen. Da hast du vollkommen recht. Rambo 2 ist ein fantastischer Film, den ich lange nicht geguckt habe. Also ich auch nicht. Wirklich lange. Wirklich lange. So lange, dass ich natürlich einzelne Szenen noch weiß, aber auch da manchmal auch viele Szenen vom zweiten und dem dritten Teil verwechsel, so tatsächlich, weil ich den auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich glaube, das Besondere an Rambo 2 ist, dass er schon arg anders ist als Rambo 1. kann man so sagen, ja. Ist eigentlich eher so ein kompletter Gamechanger, dieser Film. Es ist halt so, dass Rambo 1 ist ja eigentlich wirklich ein gesellschaftskritischer Action-Thriller. Aber wenn man so Rambo hört, Rambo ist ja zumindest auch in den 80er, 90er Jahren, war ja Rambo so wirklich so ein geflügeltes Wort. Heutzutage, wenn man Rambo hört, lacht man wahrscheinlich, ohne wirklich zu wissen, warum. Weil irgendwie Rambo schon irgendwie für irgendwas steht, obwohl man gar nicht so richtig weiß, wofür, meistens so mit dem Kopf durch die Wand, dumme, platte Action irgendwie so. Aber der erste Teil war ja überhaupt nicht so. Der erste ist ja wirklich ein recht anspruchsvoller, teilweise sogar trauriger, harter, aber auch sehr gut gemachter Actionfilm. Der zweite Rambo und der dritte Rambo vor allem haben ja dann erst angefangen, überhaupt ja Rambo diesen Namen zu geben, den er heute irgendwie auch hat, finde ich. Wie siehst du das? Ich bin da völlig bei dir. Also was halt irgendwie als Verarbeitung des Vietnam-Traumas irgendwie begonnen hat, ist dann halt irgendwann zur Karikatur geworden und zum Ronald Reagan Posterboy, der ja erklärter Fan war. Und ja, ich muss trotzdem sagen, so sehr mich das am Anfang irgendwie vor den Kopf gestoßen hat oder so sehr, also ich meine, ich war damals sehr klein, als ich das zum ersten Mal mitbekommen habe, wie Rambo 2 jetzt sein soll, nachdem ich aber Rambo 1 schon kannte. Den hatte mir mal mein Opa aus der Videothek ausgeliehen, dann durfte ich mir den angucken. Und ich fand den Mörder, also ich fand den richtig gut. Und dann war ich natürlich on fire, als es hieß, ja, jetzt kommt Rambo 2. Und dann habe ich halt gesehen, so anhand erster Bilder, was da plötzlich abgeht. So. Und es war wirklich das komplette Gegenteil von dem, was, der erste Teil halt ausgestrahlt hat. So. Aber das war dann zu einem Zeitpunkt, als man schon irgendwie, diese ganzen billigen Kriegsfilm-Action-Streifen irgendwie auch schon so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Und gewusst hat irgendwie, da gibt es irgendwie so eine Subszene mit irgendwelchen heldenhaften Kriegsabenteuern, die eher moderner sind und nicht unbedingt im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Und ja, das weiß nicht, dann, ich war da schon direkt an Bord, auch obwohl es halt komisch war, dass Rambo jetzt halt eben der aktive Part ist, der irgendwo hingeht, um irgendwas zu klären, anstatt derjenige ist, der gejagt wird und eigentlich nur sich verteidigen möchte, so, ja. Also, aber trotzdem, es waren die 80er und go big or go home, ne? Also, das war ja dann wirklich so das. Also, ich habe das so abgeschreckt, dass so Rambo 1 durchaus ja auch so, Kriegstrauma-Bewältigungsfilm ist, während Rambo 2 und Rambo 3 waren einfach Actionfilme. So, ja, das waren keine Antikriegsfilme, so wie man es von Platoon oder Apocalypse Now oder so kennt, sondern das waren Filme, wo die Action explizit Bock machen sollte. Und natürlich hat es auch abschreckende Szenen oder immer auch so ein bisschen, also waren auch immer Sachen dabei, wo du sagst, ja, okay, aber es war immer klar, dass hier ein Actionheld kommt, der aufräumt. Und ich meine, der erste Rambo heißt ja auch gar nicht Rambo, sondern der heißt First Blood, während mit Rambo 2 haben sie ja dann wirklich gemerkt, okay, wir nennen den auch Rambo. Der heißt dann, glaube ich, auch Rambo First Blood 2. Part 2, ja.
Genau, und dann, der dritte heißt dann auch tatsächlich Rambo 3. Also man merkt, dass dieser Film schon auch einfach die Wahrnehmung von Rambo als popkulturelles, was auch immer, verändert hat. Und ist auf jeden Fall, ich habe den auch als einen, ja, als einen soliden Actionfilm abgespeichert. Ich bin gespannt, wie er mir heute gefällt. Es ist wirklich lange her. Und ich hoffe, ihr seid mit der Wahl einverstanden. Hab hier natürlich vereinzelte Stimmen auch gelesen, die sagen, ach nö, nicht Rambo 2, aber das wäre wahrscheinlich bei jedem Film passiert jetzt. Ich kann es nicht allen recht machen. Ich habe auch explizit versucht, einen Film zu suchen, der noch auf Amazon Prime ist, damit ihr das leichter hier über den Kanal gucken könnt. Aber da müssen wir mal gucken, ob das in Zukunft so Sinn macht, weil einfach wirklich dann die Auswahl doch arg beschränkt ist. Die haben zwar coole Sachen bei Amazon Prime, aber jetzt nicht unbedingt alles, worauf ich Bock gehabt hätte. Ich habe viele Sachen gesucht, die es dann eben dort nicht gab. Und da muss man mal gucken, ob man das dann eben anders löst. Und einige wollte er dann auch nicht. Ich habe angeboten, deine Vorschläge noch zu machen, dann wolltest du nicht mehr. Na du, ich wollte jetzt nicht für allzu sehr Verwirrung sorgen und ich wollte ja auch, dass du mit der Auswahl glücklich bist. So, ne? Ich finde aber trotzdem die Idee, das zum Beispiel am nächsten Sonntag, an jedem verdammten Sonntag zu machen, fände ich eigentlich auch ganz geil. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich hätte auch Bock auf den. Es ist halt nur so ein Film, da hört man dann auch mehr zu, weil da halt auch wirklich viele coole Dialogmomente drin sind. Und bei Rambo 2, sind wir ehrlich, da können wir halt schön quatschen. Ne? Also das ist viel Augenzucker, aber halt nicht so wirklich viel Inhalt. Ja, ich finde das eigentlich eine schöne Idee. Nächsten Sonntag ist Super Bowl und wenn man dann irgendwie sagt, wir gucken zur Einstimmung auf den Abend noch irgendwie Any Given Sunday, der übrigens mal einer meiner Lieblingsfilme war. Also wieso nicht mehr? Weil ich den einfach ewig nicht gesehen habe und das einfach nochmal, dieses Gefühl nochmal überprüfen müsste sozusagen. Aber er wird mir wahrscheinlich immer noch sehr, sehr gut gefallen, weil ich bin auch riesen Al Pacino-Fan und LL Cool J als Schauspieler aber nur. Nee, und deshalb, ich habe da einfach Bock drauf, den auch nochmal zu gucken. Aber das ist halt natürlich Sportfilme eh schon immer was Besonderes. Und dann, der geht ja auch fast 3 Stunden, glaube ich, oder zwei Stunden 30, 40 Minuten oder so. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber da müsst ihr halt durch am Super Bowl-Wochenende. Wir werden hier noch viele coole Filme gucken. Star Wars 9 fehlt noch, absolut. Es fehlen auch noch die Prequels komplett. Das Problem ist, dass der Daniel jedes Wochenende Star Wars guckt und da auch nicht so Bock drauf hatte, glaube ich, jetzt nochmal Star Wars zu gucken. Und außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich da gerne Andi auch mit dabei. Also da müssen wir dann den Andi noch ein bisschen bearbeiten und hoffe, dass der dann auch ich möchte ihn gerne dabei haben, wenn er auch Bock drauf hat und nicht dann da sitzt und einfach seinen puren Hass über Star Wars, weil das werde ich schon machen und dann braucht man auch jemanden, der... Naja, aber bei den Prequels, ich meine, also wirklich, ne, ich habe gestern mit meinem Sohn Solo geguckt. Alter, du bist so krass. Ja, ich finde das einfach nur krass. Das ist einfach nur krass. Der Typ, ey. Wie alt ist dein Sohn? 7? 7. Gib ihm. Aber Solo, ey, come on. Ja, ey, Solo passt. Ja, aber der hat einfach schon alles geguckt. So mit 7. Digga, lass den mal. Du musst auch, also mach wie du meinst, aber ich finde halt auch, du musst auch im richtigen Mindset sein. Und mit 10 oder mit 12 siehst du Filme auch nochmal anders als mit 7 oder mit 8. Ja, ich weiß. Aber der wird ja auch, also der guckt ja nicht jedes Wochenende ein. Also ich meine, das machen wir ja auch wirklich schon über einen längeren Zeitraum jetzt. Und der wird da immer darauf vorbereitet, beziehungsweise wir haben eine Nachbearbeitung. Und das hört sich schlimm an, ja, ich weiß. Also, nee, es ist ja auch cool. Ich bin ja auch ein bisschen neidisch, weiß ja auch. Und das Ding ist ja aber auch, der will das ja. Ne? Also der hat ja Blut geleckt. Ja gut, das ist für mich kein Argument, weil Kinder wollen immer viel. So, wenn ich danach gehe, dann will mein Sohn 15 Stunden am Tag Pokémon spielen. Naja, aber wenn ich gemerkt hätte, er wäre mit dem einen oder anderen Film halt nicht so gut klargekommen, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Nee, mir geht es gar nicht ums Klarkommen. Mir geht es einfach darum, dass du als 7-Jähriger achtest du natürlich auf andere Sachen und andere Themen in den Filmen, die dich berühren und die auf dich wirken als 10, als 12 oder als 16-Jähriger. Und ich finde einfach manche Sachen finde ich einfach dann auch gut, wenn die emotionale Reife da ist, um die Genialität vielleicht auch von gewissen Sachen auch dann zum ersten Mal zu konsumieren. Aber es ist jetzt sicherlich auch kein Fehler. Also dein Sohn fährt ja auch tierisch auf Star Wars ab, also insofern ist ja auch alles gut. Der fährt vor allem tierisch auf John Williams ab, ne? Das ist das Allergeilste. Ja. Der hört sich jetzt die ganze Zeit, wir haben so ein Familien-Spotify, ähnliches Ding,
Und der hört sich jetzt die ganze Zeit den Harry Potter Score rauf und runter an. So, von allen Filmen. Das singt der Jonathan singt ja auch die ganze Zeit den Harry Potter. Wir haben ja auch haben ja auch dieses John Williams Konzert gesungen. Und er singt hier die ganze Zeit irgendwelche John Williams Sachen von Filmen, die er noch nicht mal weiß, wo die herkommen. Irgendwie kommt dann plötzlich aus dem Kinderzimmer das Jurassic Park Theme und so. Ja. Ich kann es auch kaum erwarten, gewisse Sachen ihm endlich zu zeigen. Ja, aber ich muss ja noch ein bisschen warten. Okay, aber jetzt wollen wir nicht so viel rumlabern, sondern wir wollen jetzt hier loslegen. Und über Mandalorian reden wir bei Bada Binge übrigens. Also. Am Freitag. Ist das am 11.? Ist das der 11.? Ich weiß es gar nicht. Aber wir reden da. Wir reden auf jeden Fall drüber, ja. Und ich bin auch noch bei Marco Riesch im Podcast eingeladen, um über Boba Fett zu reden. Habe ich gerade Mandalorian gesagt? Ja. Aber wir reden ja über sowohl das eine wie auch das andere. Also es ist sehr egal, über was wir reden. Ja. Also, anlässlich Book of Boba Fett reden wir bestimmt über beides. Zwangsläufig. Wir schauen jetzt Rambo 2. Ihr könnt hier bei mir einfach den Channel anlassen, dann läuft der Film für euch automatisch, wenn ihr Amazon Prime habt. Wenn nicht, müsst ihr den Film einfach parallel laufen lassen, wie auch immer ihr das dann macht. Entweder habt eine DVD, Blu-ray, guckt ihn auf irgendeiner anderen Plattform oder so. Dann könnt ihr euch hier bei unserem Timecode gleich orientieren. Wir gucken Rambo 2 aus dem Jahr 85. 85. Ich glaube, der Film geht 95 Minuten. Gute alte Zeit, wo Filme noch 90, 95 Minuten gingen und damit war durch. Wir schauen ihn auf Deutsch. Ich glaube, die Version, die wir hier angeklickt haben, die gibt es auch nur auf Deutsch, auf Amazon Prime. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Nö. Oder? Also, ich denke, wir werden runter. Genau. Muss ich für dich machen, Ströckert. Ihr könnt euch einfach chillen. Für euch muss ich nichts machen. Nee, Runterzählen brauchst du eigentlich dieses Mal nicht. Weil ach so. Ich muss nicht runterzählen. Aber ich muss doch wissen, wann ich starten soll. Ja, ich zähl's dir dann am besten ein. Okay. Das Ding ist, wir müssen halt 10 Sekunden warten, weil, nachdem Edi gestartet hat, weil dann erst quasi die Watchparty wirklich startet. Warum auch immer. Okay. Ja. 4, 3, 2, 1, 0. Studio-Kanal sehe ich jetzt. Das Logo. Ja, ich auch. 7, 8, 9, 10, 11. Sehr gut. Oh, hier ist schon wieder dieser Bug. Schon wieder neu laden. Warum klappt das hier? Ist eigentlich schon ein bisschen verantwortungslos, diese Sprengung da oben zu machen, während da unten die Gefangenen stehen und Steine kloppen, oder? Er ist im Knast, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Was ist nochmal am Ende passiert? Was ist die letzte Szene? Wo sind wir hier gerade? Daniel, hol uns mal ab. Du weißt nicht mehr, was passiert ist, ja? Also nee, er hat eine Kleinstadt zusammengeballert und ziemlich viele Leute ins Krankenhaus geschickt und dem Sheriff die Beine weggeschossen. Okay. Und dann haben sie ihn gekriegt, also offensichtlich erwischt. Ja, ja, erst am Ende ist er dann freiwillig mit den Behörden mitgegangen und hat sich so gesehen gestellt, nachdem Colonel Troutman ihn, sag ich mal, so ein bisschen wieder abgeholt hat und ja, so ein bisschen, keine Ahnung, aufgefangen hat, sagen wir es mal so. Ich verstehe. Aber er hat natürlich genug Verbrechen begangen, um jetzt halt eingesperrt zu werden und sich diverse Muskeln anzutrainieren und viel zu schwitzen. Und jetzt steht er vor Troutman, der jetzt halt mit dem Auftrag kommt, ne? Ja, vor allen Dingen kann er auch so ein bisschen, hat er wahrscheinlich Zeit gehabt zum Reflektieren, ne? Rambo? Ja, mit Sicherheit. Shit, es gibt keine Untertitel. Sind die Haare echt, Daniel? Mit Sicherheit. Das war doch Stallones Friese einfach. Über Jahre.
Ja, wie wir hat eben er gesagt, schon... du bist einer der drei Fähigsten. Ja, genau. Der Computer hat ihn als einen der drei Fähigsten ausgespuckt. Wissen wir, wer die anderen sind? Wir haben früher immer spekuliert. Chuck Norris war natürlich ziemlich weit vorne mit dabei. Allein durch Missing in Action. Und ja, dann noch für uns damals so Dolph Lundgren. Das war derjenige, okay, der es hätte auch machen können. Schwarzenegger vielleicht noch. Ja, aber Schwarzenegger, der hatte nicht so diese... Der hatte nicht so diese Kriegsfilme so. Also von Togwando, ja, schön in allen Ehren. Aber der hat für mich, der hätte für mich da nicht so reingepasst. Lundgren hatte Red Scorpion, auch wenn der später kam, meiner Ansicht nach. Chuck Norris hatte Missing in Action. Das waren unsere Kandidaten. Wer es natürlich in Wahrheit ist, weiß ich nicht. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal von dem Film mitbekommen hast? Nee, kein Plan. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Rambo 2 und Rambo 3 vor Rambo 1 gesehen habe. Ja? Ja, ziemlich sicher. Okay. Nee, ich hatte den ersten schon vor dem zweiten gesehen. Da, zack. Kassar Androvanja. Geiler Cold Opener, finde ich. Und die Mucke ist so geil. Ein bisschen Terminator-Vibes. Übrigens, wer weiß es, wie der Co-Autor heißt? James Cameron. Ja, James Cameron. Dass du es weißt, weiß ich natürlich, aber kann man ja ruhig mal erwähnen. James Cameron, Leute. Der berühmte James Cameron. Einfach schon mal gesehen, was für ein Talent er hat. Wer hätte gedacht, dass er das noch mit Avatar toppen kann? Aber er hat an Aliens und ich glaube Terminator zeitgleich zu dem Skript irgendwie gehockt, also gearbeitet und geschrieben. Und Stallone hat ja sau viel umgeschrieben, ne? Also laut Cameron gab es ja so einen Sidekick irgendwie, so einen, der technisch die Sachen irgendwie regelt. Und die Kriegsgefangenen sollten wohl auch mehr Hintergründe bekommen. Das hat Stallone alles rausgeschmissen. Kleine Anmerkung für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Ihr könnt selber die Lautstärke regeln, so wie ihr das wollt. Ne? Sind wir zu leise, dann seid ihr zu laut, so ungefähr. Massiver Hit für Carolco. Die beiden Producer da. Ach, guck an. Cobra Kai lässt grüßen. Und ich hatte so die Hoffnung, dass er irgendwie cool ist in dem Film und nicht der Arsch wie ein Typecast. In den 80ern war alles Typecast. Ja. Übrigens, dieses rote Shirt, ne, das sieht man schon im ersten Film. Hammer. Das holen die Polizisten aus seiner Tasche raus. Er hat es also immer noch. Ich habe zum ersten Mal von diesem Film in der ZDF-Kino-Hitparade was gesehen. Da hat Sabine Sauer den Ausschnitt gezeigt mit diesem Kampf auf dem Boot, der im weiteren Verlauf des Films kommt. Und das hat meine Mutter gesehen, dass die das zeigen, und hat mich ruckzuck aus dem Zimmer rausgeschickt, hat gemeint, nein, das guckst du dir nicht an. Und dann lief der da und ich war natürlich sofort angefixt, sofort. Und meine Mutter kam danach zu mir und meinte, diesen Film wirst du niemals gucken. Ah, das war schön. Und dann wollte ich den Film natürlich umso mehr sehen. Wette läuft übrigens, ihr könnt bei mir um Channel Points abstimmen. Wird Rambo sterben? Könnt ihr hier kurz mal eine Prognose abgeben? Momentan steht es 130 zu 170.000. Nee, 350 zu 67.000. Anton hat geratet. Danke, Anton. Da gab es heute, glaube ich, auch nochmal Harry Potter Watch Party. Dankeschön, Tony Maroney.
Wo ist denn der? Kann auch mitgucken. Der hat heute schon geglotzt. Der hat nochmal Harry Potter angefangen, glaube ich. Oder den vierten nochmal geguckt. Der Irre. Schön. Er kann danach direkt noch Hotshots hinterherlegen. Das glaube ich, ja, nach Rambo auch perfekt. Aber nur der zweite. Den fand ich auch cool. Den blonden. Warum bietet er eigentlich Rambo keine Kohle an? Hast du Mandy gesehen? Mit Mandy? Nicolas Cage? Ja. Hast du gesehen? Ja. Ja. Und der, ist das der mit der langen Kettensäge? Ja. Ja, ja, habe ich gesehen. Verstörend. Das ist der Regisseur von Mandy, ist der Sohn von dem Regisseur von Rambo 2. Mhm. Panos und George Cosmatos. Das gefällt ihm nicht. Muss man ganz klar sagen, es gefällt ihm nicht. Er will dahin, um seine Leute zu befreien. Einfach nur Fotos machen, das reicht ihm nicht. Nee. Man könnte auch UHF-Sender mit beschränkter Hoffnung danach gucken. Hat auch eine sehr schöne Rambo-Sequenz. Auf jeden Fall. Guck mal, siehst du den weißen Streifen auf seinem roten Shirt? Hm. Was ist das? Schweiß, würde ich sagen. Ablagerung. Ich muss sagen, die Version sieht echt schön aus hier. Also, ja, sieht sehr Qualität viel. Auf jeden Fall. Ey, und ich habe ja, das kann ich aber, glaube ich, jetzt, das kann ich ja hier zugeben, ich habe den Film das allererste Mal auf einer wirklich ganz, ganz grausigen Raubkopie gesehen. Das war eine Raubkopie von einer Pressekopie. Da stand noch ganz, ganz fett im Bild drin, Pressekopie. Und der Rest war halt echt, also wirklich fast Brei. Fast Brei. Und es war mir so egal. Ich wollte es unbedingt sehen. Und ich habe jede Sekunde genossen. Dafür ist er bekannt, Rambo. Eher der Denker. Bei welchem Timecode bist du? 10:30, 31, 32. 10:35, 36. Okay, dann bin ich jetzt so ein bisschen gleich auf. Glaubst du, die schwitzen da echt? Oder dass die so ein bisschen angesprayt wurden. Angesprayt, das sind die 80s, Alter. Ja, aber die haben niemals, in Mexiko. Ja, aber niemals war Schweiß so gewollt wie in den 80ern. Dun, 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 dun. Guck dir diese Muskeln an, Leute. Alter, eingeölt und aufgepumpt. Das war, glaube ich, der Trailer zum Film. Den habe ich dann im Kino irgendwann mal gesehen. Da hast du jetzt hier das Bowie Knife. Ah. Money Shot. Zack. Eins, zwei, drei Waffen. Die Mucke ist echt der Hammer. Ja. Auch eine schöne Montage einfach, finde ich. Ist gut gemacht. Und so definierend. Weil sowas wolltest du doch danach immer sehen. Also auch bei Phantomkommando, diese Ankleideszene, das jetzt so. Ja, das ist auch klassisch. Das könnte auch A-Team sein. Zack.
Guckst du Cobra Kai? Ich habe die erste Staffel komplett und die zweite habe ich angefangen. Aber noch nicht weiter. Du weißt ja. Sie sind der Einzige, dem ich vertraue. Ja, das war ein übrigens schön. Der Typ, mit dem sich Snake Plissken unterhält in Metal Gear Solid, ist hier auch quasi er. Also dem nachempfunden. Also generell eigentlich die gesamte Story, also der ganze Charakter ist eigentlich Rambo. Zumindest in Metal Gear Solid 1. Und Snake halt, ne? Ja, also Snake Plissken. Den habe ich ja auch neulich nochmal geguckt. Was heißt neulich? So vor ein paar Monaten. Und ja, was soll ich sagen? Ich mag den einfach. Auch wenn der nicht ganz so gut gealtert ist, was so Kulissen und so angeht. Aber ich mag den Vibe. Die Idee ist ja auch einfach cool. Ja, den könnte man eigentlich mal geil remaken, aber den kriegst du wahrscheinlich nicht geil geremaked, wie alle Sachen. Wird dann wieder nur scheiße. Ja, ist doch so. Ich bin der Erste, der dann motzt, aber der hat eigentlich von der Story her, hat er eigentlich super das Potenzial. Naja, Red Pill schreibt, ich liebe Balboa, das ist der Rocky 6, ne? Den mag ich auch sehr gerne. Das ist ein richtig guter Film. Geht ein bisschen unter so in der ganzen Rocky-Geschichte, weil der nicht so so den krassen Kampf oder irgendwas, an den man sich erinnert, so wie gegen Ivan Drago oder Clubber Lang oder so. Aber so ein, also Gott sei Dank kam der nochmal. Wenn die Serie wirklich mit 5 zu Ende gegangen wäre, das wäre halt echt traurig gewesen. Ja. Wo fliegen die nochmal hin? Nach Vietnam? Ja. Nee, fragt Cube G und ich habe geantwortet. Nach Vietnam, Ausrufezeichen. Diese traurigen Augen ist halt auch einfach ein Win, ne? Sylvester Stallones traurige Augen. Dem traue ich schon mal nicht hier, dem Blonden, dem hier. Oh nein, der Fallschirm hängt. Schneid's halt durch. Wie, ich kann nicht an ihn ran. Ich verstehe auch nicht, was der andere, also was er versucht, da zu erreichen. Er müsste ja eigentlich viel, also das Seil viel weiter vorne packen, um mal wenigstens ein bisschen Zucht dran zu kriegen. Vor allem, wenn er nicht einfach ein bisschen vom Gas geht, würde er dann nicht einfach ein bisschen lockerer werden kurz? Ich habe keine Ahnung. Zack. Aber er müsste ja jetzt auch meilenweit vom Ziel. Das ist das Problem. Ohne Ausrüstung und weit weg vom ursprünglichen Ziel. Geil, Charles Napiers Hemd.
Hat auch mehrere Farbabstufungen inzwischen erreicht. Zack. Das ist auch so ein geiler Schnitt. Eben noch in der Luft kommt er schon um die Ecke an so einem Wasserfall. What? Na gut, er läuft. Er ist die halbe Nacht durchgelaufen. Ja. Und? Ey, jeder hatte so ein Messer in den 80ern, oder? Ja. Mit dem Kompass oben drin, den man aufschrauben konnte, mit dem Angelset noch drin. Jeder. Ja, zwei Streichhölzer. Ja. Dieser komische Schleifstein. Und ich fand's voll geil. Ja, klar. Jeder hatte das Bowie Knife, Alter. Jeder. Ich durfte es natürlich nicht haben. Ich fand's richtig cool. Die Angelsehne, genau. Die Angelsehne, stimmt. Die Angelsehne war auch mit dabei. Ja, es war eine Zeit lang bei uns so, wir gucken uns den Film an und danach gehen wir raus aufs Feld und spielen das nach. Ne? Ja, exakt. Das hat man ja wirklich gemacht. Ich habe alle Filme nachgespielt. Ich hatte ein Hochbett und habe Colt Sievers nachgestellt. Das Hochbett war der Pickup-Truck. Alles hat man nachgespielt, so als Kind. So. Das war so nice. Man hat das alles nochmal so richtig durchlebt. Ja. Ich habe mir aus einer Holzplatte, habe ich mir einfach so, da habe ich irgendwie so eine gefühlte M16 mit Granatwerfer drauf gemalt und habe die dann halt ausgesägt. So. Und dann bin ich mit dem Ding übers Feld gerannt. What? Ich liebe es. Aber es ist eigentlich eine ganz smarte Idee, Rambo jetzt eine Frau entgegenzusetzen, die ihm halt ganz andere Verhaltensweisen abfordert als die Macho-Typen, von denen er bisher umgeben war. Also ich meine, im ersten Film war ja auch nur Typen. Aber auch wie schnell er sie gefunden hat. Das hat jetzt hier von Komplikationen am Hubschrauber, am Flugzeug, bis er sie gefunden hat, waren 3 Minuten. Etienne, der ist die halbe Nacht gerannt. Ja, und er wusste genau, wohin. Ja, klar. Der hat den Kompass. Er hat ja den Kompass. Und Sketche, da sieht man es schon. Hast du auch ein Butterfly-Messer? Ein Butterfly-Messer? Ich hatte mal, ich glaube ja, ich hatte mal irgendwann eine Zeit lang, hatte ich mal eins zu Hause rumfliegen. Ich auch. Hab diesen Trick da bis zum Erbrechen irgendwie gemacht. So. Ja, ich auch. Dann gab es wieder. Das ist ganz gut mit dem Butterfly-Messer. So klang, 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 klang. Das hat Bock gemacht. Ja. Irgendwann hat es die Mutter entdeckt, da habe ich Ärger gekriegt, da war es weg. Schwieriger war ja das Ding, wenn du es von oben so runtergehalten hast, ne? Kennst du es noch? Wo du diesen kleinen Griff, mit dem du das schließt, den musstest du irgendwie zwischen die Finger nehmen und dann musstest du so einmal so nach unten fallen lassen und dass das Ding quasi einmal so um 180 Grad wieder hochgeklappt ist. Ja, genau. Ja, es gibt ja diesen legendären halt, den aus dem Handgelenk so raus, ne? Rumdrehen, zack, zack, zack. Und dann gibt es halt diesen, hatten wir immer noch diesen von oben nach unten. Ich hatte auch einen Wurfstern. Zwei echte, also zwei richtig scharfe Teile. Ninja-Stern, klar. Aber das waren die Zeiten, Alter. Du bist in die Videothek gegangen oder hast dir was aus der Videothek mitbringen lassen oder hast irgendwie in der Videothek in den Bereich reingeguckt, den du eigentlich nicht betreten durftest und hast diese ganzen Cover gesehen. Ne? Hier, ich habe gesehen, auf Amazon gibt es auch zwei Ninja, zwei dieser 80er Ninja-Streifen. Also ich bin dabei, ne? Ich sag's gleich. Ja, machen wir alles. Jetzt erstmal hier. Ja. Die geldgeilen. Was sind das? Vietcongs? Nee, eben nicht. Nee. Das sind irgendwelche Schmuggler, ne? Schmuggler. Aber wahrscheinlich in Rambos Gunst auch gerade echt gesunken durch die Geldübernahme. Er ist richtig böse, einfach nur. Hat auch 3 Uhren. 3 Uhren tatsächlich.
Ja, Mann. Foreshadowing. Rambo blickt hinter die Kulissen. Aber noch nichts wirklich passiert, ne? Außer jetzt mal dieser Flugzeug. Bislang noch relativ. Ist noch keiner gestorben, auf jeden Fall. Ja. Oh, jetzt kommt einer, jetzt kommen die Sprüche. Aber ich finde Stallone, ich könnte mir keinen anderen vorstellen in der Rolle. Ja, es ist halt das, genau das, was ich meine. Es ist diese Mischung aus nachdenklich in die Ferne gucken, drüben am Horizont, wo die Wahrheit liegt, und gleichzeitig bereit, alles zu tun und zu unternehmen, um die Unschuldigen zu beschützen. Das ist einfach ein super Typ. Sylvester Stallone, super Typ. Man gucke sich seine Karriere an. Und wer hätte es gedacht, glaube ich, auch ziemlich skandalfrei sogar, oder? Also gab bestimmt irgendwie die ein oder andere Schmuddelgeschichte mit irgendwelchen Mädels, aber... Ja, also nie irgendwie was wirklich schwerwiegend, glaube ich, war. Ja, der hat nie wirklich so... Da gab es diese Anabolika-Geschichte, mit dem Anabolika-Schmuggel, oder wo er da am Flughafen erwischt worden ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann vorher halt, ne, ich meine, das war ja natürlich schon so ein bisschen... Ja, Gossip und keine Ahnung, mit Brigitte Nielsen die ganze Geschichte. Weil es auch so schnell ging. Aber dann, ja. Höchstens Unfälle am Set, ne? Hier bei Rambo 2 ist ja auch jemand gestorben. Bei Rambo 2 ist jemand am Set gestorben? Ja, da ist irgendwie ein Stuntman, ist, glaube ich, bei einer Explosion. Stand er zu dicht dran oder irgendwie sowas? Muss man selbst zum Krieg werden. I'm expendable. Das war es dann so quasi als nochmal Schlussstrich unter den Teil 1, so, ne? Mhm. Von wegen, ja. Akzeptiert, ihr braucht mich nicht wirklich. Mhm. Ich bin einfach nur ein Werkzeug. Ja. Und dann halt das Werkzeug, ne? Also. Sein Glücksbringer. Er das Werkzeug, sein Glücksbringer das Werkzeug. Ja, schon. Hast du dir auf meinen Anraten hin, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber du hast es wahrscheinlich auch nicht geschafft, aber hast du mal in dieses Void reingeguckt, in diese Mini-Doku-Serie? Nee. Was Guck war das nochmal? Das ist so von David Fincher produziert, mit ein paar echt coolen, jungen Nachwuchsregisseuren oder halt auch schon ein paar coolen Regisseuren, die schon einigen coolen Scheiß gemacht haben, die halt so Film-Essays machen. Also so kleinere, kürzere Beiträge zu Filmen. Da erzählt zum Beispiel eine junge Frau. Wo gibt's das? Auf Netflix. Okay. Da erzählt eine junge Frau oder eine Kritikerin von ihren ersten Erlebnissen mit Der Weiße Hai zum Beispiel und so. Mhm. Oder der Tony, oh, wie heißt der, Tony Su oder Tony Zhao, der hier früher dieses Every Frame a Painting gemacht hat, der macht eins über Rachefilme, aufgezogen an Lady Vengeance. Und es gibt ein geiles Ding, das musst du dir angucken. Nur das, es reicht, wenn du das guckst. Das ist über nur 48 Stunden. Oh, geil. Und den würde ich auch gerne mal wieder gucken. Ja,
Und ich muss sagen, nach diesem Essay sehe ich nur 48 Stunden mit ganz anderen Augen. Wirklich mit besser ganz oder schlechter? Besser, besser. Ja, nice. Noch besser. Ich fand den ja auch schon immer cool. So. Ey, der total unterschätzter Film und auch wahnsinnig, was der für Buddy-Comedies getan hat. Der hat ja im Prinzip die Buddy-Comedy neu, also in ein neues, in eine neue Ära gebracht. Zweite Teil leider nicht mehr ganz so gut. Nee, ja gut, der zweite Teil war eine Wiederholung vom ersten. Ja, war also eigentlich das Gleiche. Aber gucke ich trotzdem gerne, muss ich sagen. Aber ein bisschen hart plötzlich. Ein bisschen, naja. Egal, gucken wir weiter Rambo 2. Hier sehen wir nämlich gerade Action. Ach guck, die haben auch Flink. Nehmen wir hier zwei Volvic Butter und Eier bestellt oder was? Ah, mit Happy End. Mhm. Aber Lagerfilme, ne? Ich liebe ja auch Lagerfilme, muss ich einfach sagen. Egal, was meinst du mit Lagerfilme? Naja, so alles Mögliche, was so Gefangenenlager, Kriegsgefangenenlager und so. Gefängnisfilme generell. Ja, Gefängnisfilme sowieso. Aber ich finde, es gibt halt immer noch einen Unterschied zwischen Gefängnisfilm und Lagerfilm. Also sowas wie Shawshank Redemption? Wäre ein Knastfilm. Okay. Ja, aber sowas wie gesprengte Ketten zum Beispiel. Das wäre für mich ein Lagerfilm. Weißt du? Okay. Oder Flucht oder Sieg, wo sie okay. Wo sie im KZ Fußball spielen und so. Weiß ich gar nicht, ob ich den kenne. Auch mit Stallone. Da spielt Stallone den Torwart. Wie heißt der? Flucht oder Sieg. Es wird richtig ja. vielen bekannten Darstellern. Ist auch wie heißt der im Englischen? Boah. Egal. Ich guck nach. Mean Machine, okay. Ja, ja, Mean Machine, nee. Mean Machine ist mit Burt Reynolds, oder? Genau. Der ist oder geil. Halt mit oder halt mit Vinnie Jones oder mit Adam Sandler. Mit Longest Yard Remake mit Chris Rock und Adam Sandler. Mochte ich auch. Den gibt's auch auf Netflix. Den gibt's auch auf Prime, habe ich auch gesehen. Hab ich mich den nicht können wir auch mal gucken. Ich mag den. Ich mag den ich auch. Ich mag den. Victory heißt der. Okay, nur Victory? Kenn ich gar nicht. Hier, John Huston. Das ist original die Szene von UHF, die verarscht wird eigentlich. Escape to Victory. Ja, so heißt er. So hieß er ursprünglich mal. Papillon ist auch ein Knastfilm auf jeden Fall. Ja, aber Papillon, ne? So mit dem Umfeld. Aber ja, ist eigentlich ein Knastfilm. Ich mag die Atmosphäre hier. Ich muss sagen, es gefällt mir. Das ist nicht so haut drauf, wie man denkt eigentlich. Also kommt erstmal noch. Nicht, aber, nee. Aber lässt sich eigentlich Zeit hier erstmal alles schön. Die Bedrohung ist spürbar in Form von Rambo. Oh ja, Flucht von Alcatraz ist richtig nice. Auch einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich. Mit Clint Eastwood? Ja. Ja. Wahnsinnig guter Film. Auch immer noch gut. Den kann man immer noch gut gucken. Der einfach auch super spannend ist. Wenn da am Ende dieses Ding runterfällt und sich dann so einmal so in die Kamera dreht. Die Puppe. Shot. Ja, die Puppe. Ja. OSS 117 ist auf Prime. Habe ich immer noch nicht geguckt. Ja. Ja, hast du auch auf DVD. Ja, ich weiß. Sag, von ich mir. Es. Ja. Komm, geht das wieder los? Ja, das ist ja auch erst 5 Jahre her. Nee, länger. Das hast du mir schon in der alten Wohnung geliehen, das weiß ich. Das ist länger als 5 Jahre her. Da sind sie. Die Gefangenen, Leute. Guckt euch an, wie schlecht es denn geht. Eine Vogelspinne macht hier keinen Unterschied mehr. Guck dir das an, die armen Amerikaner. Wie die Ratten werden sie gehalten. Und ich soll nur Fotos machen? Come on!
Gut, diesen Fotoauftrag, den hat er, glaube ich, jetzt schon echt zu den Akten gelegt, oder? Das scheint ihm doch völlig egal. Aber ist doch immer noch offiziell der Auftrag, oder? Er hat noch nicht das Go gekriegt, die zu befreien. Und das Go kriegt er auch nicht. Ja, eben, genau. Das kriegt er ja auch nicht. Oh, ey, und diese ganzen italienischen und ja auch amerikanischen Rip-Offs, ne? So richtig. Irgendwelche, weiß nicht, Soldiers, Soldaten der Apokalypse und wie sie alle heißen, diese ganzen Billow-Filme, wie sie alle halt, diese Soldiers ganzen Dinge. Fortune. Richtig gut. Sag mal, das sieht aber nach Studio aus jetzt hier, der Dschungel. Findest du? Ja, von der Beleuchtung zumindest. Aber wenn, dann ist es halt schönes Studio. Ich mag, wenn, also selbst wenn das jetzt für eine gewisse Künstlichkeit innehält, ist diese Künstlichkeit greifbarer. Ja, auf jeden Fall. Ich mag das auch. Also brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber da gibt es wahrscheinlich sogar noch Matte-Paintings irgendwo im Hintergrund, wo aufgemalte Pflanzen. Oh, hier, guck, zack. Das Messer nach links abgeknickt. Und es ist ja nur die erste Schleichmission, ne? Ah, ich freue mich schon auf die nächste. Und solche Sachen, ne? Also solche Einzelheiten. Nicht einmal früher gesehen. Jetzt genau, jetzt schieße dem einen doch gleich noch in den Kopf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder kommt das später? Jo. First Blood war das übrigens gerade. Ach, nicht, ne? Einem schießt er noch schön in den Kopf, meine ich. Hoffentlich ist das Uncut hier. Vor allem das Geile ist, da ist er, der große Antagonist. Wie ihm den Mund zuhält, weil er nicht in der Lage ist, alleine die Schnauze zu halten. Komm doch direkt rein, ich kann Leben machen lang, ganz lang. Da, ihm schießt er, genau, wollte ich jetzt sagen. Das ist halt überhaupt nicht. Naja. Was? In Rambo 4 wäre das auf jeden Fall in den Hals gegangen und eine Blutfontäne rausgekommen. Ja, damals war man noch nicht so blutgeil. Ja, ist so, ne? Da war man ideologischer unterwegs. Also ich meine, der Film war halt mit einer der Initialzündungen für diese ganzen heroischen Missionen im Vietnamkrieg, um dem Ganzen noch irgendwas Gutes abzugewinnen. Ne? Da wäre auch so quasi auf dem quasi Höhepunkt des Kalten Krieges, oder? Ja, also das war halt Reagan, ne? Der halt... Also ja, Kapitalismus halt gegen Kommunismus. Genau, der das Ganze halt deutlich angeschärft hat und so und dann auch irgendwie das Feindbild einfach, der Russe, der böse Russe. Genau. Das wurde ja in den 80ern echt noch durch die Filme, die wir so mitbekommen haben, wurde das ja richtig geschärft. Also ich habe ständig irgendwelche Filme gesehen, in denen der Russe der Böse war. So. Aber hat dich das, würdest du sagen, das hat dich geprägt? Also hast du wirklich auch gedacht, dass der Russe wirklich böse ist? Also würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen Gehirnwäsche gemacht hat? Oder hatte ich das, aber ich erinnere mich, also ich habe die einfach immer als Filmbösewichte gesehen, aber ich habe das nicht in die echte Welt mit rübergeschleppt irgendwie. Aber ich halt auch, das liegt auch daran, dass es halt nie Berührungspunkte gab. Also ich ist bei mir ähnlich, weil es gab, bei den Filmen gab es den Russen, dann bei anderen Filmen gab es den Vietcong, ja. Und ich habe schon gerafft, okay, das sind halt Kriege gewesen, auf die sie sich hier beziehen. Und da waren das halt einfach die Gegner. Dafür gab es ja auch genug. Auf der anderen Seite war man schon, also man war halt schon, man fand die Amis halt schon auch cool. Also so. Ja, klar, aber wir haben ja auch, also ich habe zu dem gleichen Zeitpunkt schon Indiana Jones gesehen und da waren es halt die Nazis, also die Deutschen. Und da habe ich mich jetzt auch nicht angegriffen gefühlt, sondern habe gesagt, okay, das sind die Bösen halt damals gewesen. So. Also das war ja einfach nur einfach, also ich habe ja wenn dann überhaupt nur einfach gedacht.
Nicht irgendwie, dass dieser Film halt schon eine richtige Kampfansage ist, so, ne? Vor allem halt auch noch fast komplett anderes Bild zeichnet, so, als wäre der Viet Cong da wirklich so überlegen gewesen. Dann gibt es noch diesen hier, wie hieß der, die verwegenen Sieben mit Gene Hackman, wo sie seinen Sohn aus dem Gefangenenlager befreien wollen. Kennst du den? Weiß ich nicht. Da sammelte sich auch so sieben Spezialisten, sieben alte Veteranen und ehemalige Veteranen zusammen, um halt so ein Gefangenenlager zu überfallen, in dem halt sein Sohn noch inhaftiert ist. Braddock, Missing in Action, so, ich meine. Ja, den kenne ich. Ja. Da waren ja plötzlich die Amis, die Armen und Gezeichneten, die irgendwie da befreit werden müssen. Oh, jetzt wird's richtig gut. Das waren hier diese Sequenz, die hat Sabine Sauer damals beim ZDF gezeigt. Mhm. Und meine Mutter war entsetzt. Achtung. Zack, zack. Sechs. Oh, nice, wie das Blut da rauskommt, oder? Ja. Schön. Hier auch nochmal richtig schön. Spitze. Oh ja, und sogar im Wasser sieht man es noch. Ja. So muss es sein, Leute. So muss es sein. Oh, ey, und jetzt hier. Aber Soundeffekte scheiße von den Waffen, muss man schon sagen. Das ist heute besser. Haben keine Wucht. Oh, ich mag aber dieses Pfeifen. Ja, das stimmt. Und wie das Schiff da zusammengeballert wird, das habe ich früher im Schwimmbad immer nachgespielt. Weil ich es so geil finde, wie er gleich wirklich im letzten Moment vom Schiff springt. Zack, so, was haben wir jetzt? Genau, da waren ja noch die Panzerfaust. Ja, da war doch noch was. Komm mal her hier. Er ist direkt vor uns. Ach so. Dieses Pfeifen, geil. Bam. So, und jetzt wird er aufgehalten, zack. Und das war bei Sabine Sauer zu sehen. Und das ist echt hart. Und was hilft ihm wieder? Bam, wie er da rausspringt. Guck mal, hast du gesehen, wie der geflogen ist? Hammer. Ist es uncut? Ja, ich würde sagen, das ist uncut. Der Film ist ja nicht mehr indiziert und beziehungsweise wurde ja alles aufgehoben schon vor ein paar Jahren und war aber auch schon damals eigentlich gar nicht so krass geschnitten. Zumindest halt, wenn dann immer nur die TV-Version. Aber ich meine, das ist jetzt alles komplett frei. Ey, es gibt ja auch genug, was eigentlich härter ist und ab 16 freigegeben ist. Aber das musste man das nachlesen. Ja heutzutage eh, aber damals. Ja. Aber da gab es ja damals gab's ja richtig Stress, weil der ja im Kino irgendwie eine 16er Freigabe gekriegt hat und dagegen haben sämtliche oder haben mehrere Länder geklagt und wollten den dann auf eigene Faust ab 18 irgendwie rausbringen und so. Und da gab es riesen Heckmeck. Und dann durfte er im Kino, glaube ich, noch unter 16 laufen, musste aber dann irgendwann auf Video ab 18 erscheinen und wurde dann auch indiziert. Ich finde die Altersfreigabe 16, 18 finde ich schon komisch, weil zwischen 16 und 18 finde ich jetzt nicht so, also mir fällt jetzt nicht viel ein, was mich mit 16 so verstört hätte, dass es mich mit 18 nicht mehr verstört hätte. Weißt du, was ich meine? Also mit 16 war man einfach schon, was das angeht, so weit, dass, also wenn mich was verstört hat, dann hätte es mich auch safe mit 18 halt auch verstört. So, ne? Ja, vor allem das Ding ja, ist also diese Einteilung, ne? 16, 18, wenn du da als 16-Jähriger sitzt. Von 12 bis 16 oder noch krasser, von 6 bis 12 müsste es eigentlich dazwischen noch was geben. Ja. Weil zwischen 6 und 12, also sehe ich ja jetzt an meinem eigenen Sohn, das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese 6 Jahre. Das ist einfach vom Kleinkind zu einem quasi Jugendlichen die Entwicklung. Also. Da die Mörser. Boom. Geil. Boom. So eine großartige Szene.
dass er den Typ die ganze Zeit an die Hand nehmen muss, finde ich halt so crazy. Der ist halt schwach, der hing da an diesem komischen Kreuz. Ja, aber so, also, ne? Das bringt ihm jetzt auch nicht so viel, da gezogen zu werden. Ja, weiß nicht. Ich glaube, zur Not würde er ihn auch tragen. Und es macht optisch natürlich mehr her. Aber warum? Jetzt hier der Matsch, das ist so geil. So dicken, breiigen Matsch habe ich noch nirgendwo gesehen. Da willst du ja fast drin rumwühlen. Das ja. Sieht aus wie Musso-Schokolade. Ach, jetzt habe ich Bock auf Musso-Schokolade. Zack, 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 zack. 6, 10, 14, 18. Fände ich auch gut. 6, 10, 14, 18. Ja. Fände ich gut. Das würde mehr Sinn machen. Würde ich supporten, Gorn. Er hat einen von unseren Jungs, wie er sich freut. Ja, finde ich auch eine clevere, also eine deutlich bessere Einteilung. Weil vor allem ab 16, ne, ich weiß jetzt nicht, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber du bist als 16-Jähriger und dann liest du irgendwie, der und der Film ist ab 18, du willst ihn doch erst recht sehen. Ja, ja, das ist... Also du denkst dir doch halt irgendwie, ey, was soll jetzt noch groß der Unterschied sein? Ich bin auch in alle Filme ab 18 rein, ab 16, also würde ich mal sagen... Das hat mich auch nicht abgehalten, da mit dem gefälschten Schülerausweis an die Kinokasse zu gehen. Ja. Siehst du? I knew it. Warum geht er jetzt nicht runter? Weil es ja offiziell keine Kriegsgefangenen gibt. Und deshalb dreht er jetzt wieder ab. Warum ist er denn dann überhaupt dahin geflogen? Weil sie eigentlich gedacht haben, sie holen nur Rambo ab. Und nicht Rambo und einen existierenden Kriegsgefangenen. Wollen, dass sie ihn nicht direkt abschießen. Das ist geil, wie die Akada ist auf dem Boden fällt. Zack. Siehst du, der erklärt das. Siehst du? Ist eigentlich schon sehr kontra-amerikanisch, muss man mal sagen, ne? Also, er stellt sie da wirklich alle als Lügner hin. Ja, das soll, glaube ich, auch so ein bisschen zeigen, was für Dirty Politics so in Vietnam die ganze Zeit gemacht wurden. Ja, ja. So. Trotzdem stellst du halt dann so einen Einzelkämpfer dann dahin, der alles platt macht, ne?
Du mieses Schwein. Yes. Ja, Mann. Scheiße. In seinen Augen sieht man die Angst. Ich habe wirklich Rambo vergessen. Und da fing es an, dass Troutman zum Werbebotschafter für Rambo wird. Ja. Bis zum Hals in Schweinescheiße. Ja, ist gut gemacht. Ja. Was ist es wohl? Gulaschsuppe? Gelatine. Creme Fraiche. Ja, weiß ich. Creme Brûlée. Also schön mit Flammenwerfer drüber gehalten. So. Und da ist er endlich, der Feind. Der Wahre. Die bösen Russen hier. Den kennt man doch auch. Aus Beverly Bond Hills oder Cop. So, ne? Beverly Hills Cop. Oh ja, Beverly Hills Cop, stimmt. Das ist der Bösewicht aus der Oberschurke. Aus dem zweiten? Aus dem ersten. Aber woher kenne ich den noch? Ich kenne ihn auch noch in einem Film. Aber wie er da so hängt. Boah, Blutegel. Podowsk. Das ist so geil. Diesen Kohleofen-Teewärmer, weißt du, bei 50 Grad im Schatten oder sowas. Alle am Schwitzen wie die Hölle. Er zieht sich nur eine Kippe rein. Aber das war auch so prägend, ne? Also diese, genau die Darstellung von diesen Jungs, ne? Also das haben sie im dritten Teil dann auch nochmal wiederholt, dass du den General hast und dann seinen bulligen, weiß ich nicht, persönlichen Adjutanten. Ja, ist das auch in Karate Tiger 2 zum Beispiel. Das wäre auch ein Lagerfilm, Karate Tiger 2. Ja gut, das ist ja auch quasi ein Remake von dem hier. Das ist so mit Cynthia Rothrocker. Ja. Und diesem, wie heißt der, Matthias Hughes oder Alex Hughes? Den fand ich auch cool. Und Cynthia Rothrock, die hat da gute Kampfszenen. Die teilt ordentlich aus da. Die fand ich eh immer cool. Die ganzen Cynthia Rothrock-Filme. China O'Brien. Aber ich weiß noch, als ich Karate Tiger 2 gesehen habe, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte wieder sowas wie Bloodsport oder Karate Tiger 1, so ein Turnier oder irgendwie sowas, und war so ein bisschen, sagen wir mal, überrascht, dass das eigentlich so ein Kriegslagerfilm ist.
Ja gut, die haben ja eigentlich auch nicht so wirklich was mit der. Nee, natürlich nicht, aber die wurden ja so vermarktet in Deutschland. Ne? Ich wusste es ja damals nicht. Ist geil, wie der Donner immer mehr zunimmt. Der Regen setzt ja auch etwas später noch ein. Aber das spielt ja, also das kommt ja zu den entscheidenden Momenten, wird es immer intensiver und die Frequenz wird immer höher. Das Gewitter, das passt perfekt zu dieser Eruption, die dann Rambo halt gleich dann durchlebt, wenn er sich da ans Mikrofon setzt. Übrigens, im Originalbuch First Blood stirbt Rambo am Ende. Ja. Es gibt ja auch den Filmtod gibt es ja auch, der wurde ja gefilmt. Echt? Ja. Oh, das wusste ich nicht, okay. Ich glaube, du hast doch auch diese Dreier-Kollektion, oder? Dieses Steelbook müsstest du haben, meine ich. Nee, ich habe auf Blu-ray, ich habe auf DVD, habe ich die Viererbox. Ich weiß Okay. gar nicht, ob ich eine Blu-ray von Rambo habe. Ich glaube nicht. Also ich habe diese Dreierbox, da sind nur die ersten drei drin, auf Blu-ray in so einem Steelbook. Und da ist dann auch alles mit dabei. Da ist dann zum Beispiel auch dieses alternative Ende mit enthalten. Oder das eigentliche Ende. Stallone hat schon krass definierten Body in dem Film, ne? Ja, die Szene ist eigentlich nur dafür da, damit er flexen kann, ey. Die hat er selber reingeschrieben. And then they touch me and they shock me and I have to flex all my muscles several times, so everyone can see. Oh, Da. schalldämpfte Uzi. Nee, Mac-10, was ist das? So. Ach, das ist wirklich ein Aschenbecher. Ja, auch nochmal ein Fun Fact. James Cameron, der ja hier Co-Autor war, wollte, dass Rambo nach dem ersten Teil quasi in einer Mental Institution ist und nicht in einem Gefangenenlager. Und das hat Sylvester Stallone selber umgeschrieben. Aber James Cameron fand die Idee so geil, hat er sie in Terminator 2 mit Linda Hamilton nochmal benutzt. An dem er da, glaube ich, zeitgleich gearbeitet hat. Ist auch fies. Ja, wirklich fies. Hab mal schon keinen Bock drauf. Cameron war der Originalautor, aber die Rewrites hat Sylvester Stallone gemacht. Also haben zusammen die Drehbücher geschrieben oder das Drehbuch geschrieben.
zum gleichen Zeitpunkt hat er Dings geschrieben übrigens, Aliens, Cameron. Ja, sag ich so. Ja. Ich meinte aber ja Terminator. Naja, beides. Also ich glaube, er hat an beiden gearbeitet. Okay. Sowohl an Terminator als auch an Aliens. Einsamer Wolf ruft Wolfshöhle. Das, also alles, ne? Das haben wir alles mit übernommen, wenn wir irgendwas gespielt haben und wir brauchten irgendwelche, wir hatten irgendwelche Walkie-Talkies oder sonst irgendwas, irgendwelche Funknamen. Ist uns natürlich nichts Besseres eingefallen als das. Beziehungsweise das war das Ultimo, der einsame Wolf, natürlich. Wie willst du dich anders nennen, wenn du da allein draußen im weiten Dschungel bist und auf Mission? Murdoch. Potz! Ich hol sie mir, ich mach sie kalt. Ich frage mich, ob er, also bis heute, ob er wirklich gesehen hat, dass sie da unten drunter ist oder einfach gedacht hat, ich mach das jetzt. Mhm. Das sehen wir gleich an seiner Reaktion. Aber es sieht schon so aus, als ob er das gemerkt hat. Zack. Ja, ne? Er war jetzt nicht irgendwie überrascht oder so. Nee, ne? Ich glaube schon, er hat sie gesehen. Yoshi ist ein bisschen überfordert. Hat gerade eins auf die Fresse gekriegt, weiß nicht, was er machen soll. Ah, dieses aus der Hüfte ballern, ne? Das ist halt dann typisch 80er wieder. Stacheldraht, ne? Just saying. Aber es ist Rambo. Und wo wir schon dabei sind, ne? Du musst dir unbedingt noch Operation Condor angucken. Oh, mit Jackie Chan. Naja, nicht mit Jackie Chan, der ist mit Sammo Hung. Mit dem Operation Condor? Ja, der andere ist, was du meinst, ist Mission Adler. Heißt der nicht auch Operation Condor? Nein. Eastern okay. Condors heißt der noch. Eastern Condors, ja. Entschuldigung. Und das ist auch so ein Man on a Mission im Dschungelfilm. Da müssen chinesische Knackis für die Amerikaner nach Vietnam, um ein geheimes Waffenlager zu zerstören, was die Amis nicht mehr zerstören konnten und zurückgelassen haben. Und es soll den Vietcong halt nicht in die Hände fallen. Und soll aber auch nicht mit den Amis in Verbindung gebracht werden, deswegen müssen die Ex-Knackis halt, sollen da hinterher. Ey, Hammer. Wirklich, Hammer. Okay. Alles, was du von dem Film erwartest und dann halt noch tierisch geile Stunts dabei. Aber halt auch genau hier 87 war der, glaube ich, oder 86. Also straight aus der Zeit. Und dann auch mit dem Ehrgeiz, das genauso geil zu machen wollen oder den Leuten oder irgendwie den Amerikanern zeigen zu wollen, wo der Hammer hängt. So, ja, das ist schon, das stelle ich jetzt immer wieder fest, was es da für aufwendige Filme gab, die einfach hierzulande irgendwo als VHS-Kassette mit einem bescheuerten Titel untergegangen sind.
Also sie haben keine Chance. Im Dschungel ist er der Boss. Der blendet doch ganz schön viel zu dieser Basis, ey. Ist das auch der? Der kommt mir auch so bekannt vor. Hat der nicht Charles Napier? In Airplane die gleiche Rolle? Oder in Nackte Kanone irgendwas? Ja, irgendwas kann es sein, ja. Oh, guck, wie schön der Shot ist. Jetzt alles schön in weißes, helles Sonnenlicht getaucht, denn die Grausamkeiten des Krieges müssen jetzt mal kurz ausgeblendet werden. Der lebt? Nee, der lebt nicht mehr. 2011 gestorben, Charles Napier. Aus Blues Brothers, genau, Blues Brothers. Ach stimmt, das war einer von den Rechten oder so, kann es sein? Oder ein Polizist? Polizist, glaube ich. Ich glaube, der hat viel so in den 80er, 90er hat er immer so diese Angry Cops gespielt. Und guck mal, ob der nicht auch mit, hat der mit Russ Meyer mal was gemacht? Ja, Super Vixens. Ja, wollte ich ja sagen. Guck mal. Es ist Liebe. Auf den zweiten Blick. Ja. Er sagt, glaube ich, viermal hintereinander nur ja. 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 So, und jetzt. Im A-Team hat er mitgespielt, Street Talk hat er mitgespielt. Oh nein. Das ist einfach. Da haut er ab. Guck dir das an. Diese Liebe. Niemals, Tina. It's Tanya. Jetzt blenden sie noch einmal zurück, aber jetzt dann der nächste Schnitt in den Dschungel. Ab dann wird es nur noch geil. Damn. Guck mal hier, und jetzt wird die Ikonografie wird vollendet. Jetzt hat er da diesen Anhänger, das rote Stirnband und die Figur ist definiert. Und deswegen ist der zweite Teil eigentlich ein bisschen wichtiger, weil er halt eben die Figur natürlich noch weiter nach vorne holt und halt eben die Filmserie jetzt halt auch so beschließt. Ne? Das ist wie bei Indy, Jäger des verlorenen Schatzes. Finde ich auch einen besseren Film, aber es ist erst Teil 2, der die Ikonografie halt einfach nochmal festigt und festlegt, so, ne? Absolut. Aber geht ja, also kannst du ja auch erst im zweiten Teil sozusagen mit der Serie sprechen. Also genau. Ja. Wie so ein Running Gag, der muss ja erstmal etabliert werden. Ey, und das ist jetzt so die geilste, also das ist die geilste Sequenz, wie er die jetzt alle fertig macht. Ist zwar ein Rip-Off vom ersten Film, aber egal.
Ja, gut, aber das will man ja auch. Ja, klar. Und das sind echt coole Shots, ne? Also so auch von den Dimensionen, von den Verlagerungen. Russen haben keinen Plan vom Dschungel. Nicht so wie Rambo. Wie das Wasser halt. Vor allem, da scheint doch die Sonne. Wieso regnet das? Oder ist das einfach nur vom Wasserfall? Nee, das ist, glaube ich, Monsun gerade, oder? Hier, Metal Gear Solid 3, genau. Snake Eater. Aber was war das jetzt? Eine Falle oder was? Ja, den nach hinten gezogen oder so. Ja, jetzt kommt, oder? Jetzt kommt das Beste. Oh ja, jetzt kommt das Beste. Wie sehr habe ich das gefeiert. Ja, aus dem Wasser, ne? Nee. Ha? Ach, das, ja, hinter ihm, okay, im Matsch. Kennen wir auch vom Predator, ne? Ja, aber ey, wie cool ist das bitte? Er hat die Zeit gehabt, sich komplett in Matsch einzureimen, um eins zu werden. Den ich meinte, aus dem Wasser, ey. Ja, aus dem Wasser auch super. Aber um eins zu werden mit der Schlammwand. Spann mal einen Bogen unter Wasser. Ist auch geil, dass der geräuschlose Boden lauter ist als alles andere in diesem Film. Aber jetzt geht's in einem durch. Zack, zack, zack. Von einem Setting oder von einer Szenerie zum nächsten. Jetzt hattest du hier den Close Combat im Wald. Jetzt kommt es gleich in den... Achso, ja. Und jetzt kommt halt die nächste Stunde. Ja, nicht zu viel verraten. Schön in so ein unschuldiges Dorf gelockt. Danke, Rambo. Gerade alles am Wiederaufbauen. So wie in Bad Boys 2, wenn sie da runterfahren, das ganze Wellblechhüttendorf zerstören. Aber sie lassen ja vorher noch den Spruch ab, dass es alles nur Drogendealer sind, die da wohnen. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn der Amerikaner mit seinem Hammer da durchrauscht. Ey, Bad Boys 2 mit Wolle Schmidt, ne? Lass uns das machen. Machen wir. Und Norbit. Ich schreibe ihn später an. Der ist 100 Pro dabei. Guck mal jetzt und hier. Geil, wie ist ein breites Bild, überall Bewegung, links und rechts, egal wo du guckst. Ja, herrlich. Aufwendig, ne? Kein Greenscreen, nix, das ist alles handgemacht, Leute. Da ist nichts aus dem Computer. Und du hast dich die ganze Zeit gefragt, warum haben sie jetzt dieses Huhn so sehr in Szene gesetzt eben gerade? Ich soll dich fragen, ob wir nicht mal Sabine Sauer zu Kino Plus einladen können. Ey, habe ich auch schon überlegt. Ich denke mir halt, die Frau hat Besseres zu tun. So. Ach so, Bullshit. Fragen, ey. Was macht die denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die noch irgendwie großartig aktiv ist.
Aber ja, das wäre schon mal, also ich habe da auch schon drauf, also ich habe da auch schon mal drauf rumgedacht, habe mal geguckt, wo sie jetzt oder was sie jetzt inzwischen so macht oder wie man irgendwie Kontakt zu ihr herstellen könnte. Aber bin da noch nicht so weit gekommen, weil ich auch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, Naja, Skrupel vielleicht habe. per Videocall oder so, muss ja nicht Ja. Stündchen Zeit für so einen Videocall. Guck, da waren die Streichhölzer jetzt im Einsatz. Oh. Oh, jetzt geil. Die Explosionen, das sind die geilen 80s-Explosionen. Ja, und schön Die viel haben so ein Feuer richtiges und Zeit. Volumen, haben die einfach, so einen Ja. richtigen, diese Pilze, die sehen einfach so schön aus. Jeder Actionfilm musste die haben. Patz. Geiler Shot Guck auch dir das wieder. an, wie Schön. das, dieser kleine Pilz, dieser Explosionspilz, ich liebe es. Paff. Da ist einer bei gestorben wahrscheinlich dann, oder was? Ich weiß nicht, bei welcher es war, aber ich hatte nur gelesen, dass ein Stuntman bei einer Explosion halt zu dicht dran war und dabei gestorben ist. Ich glaube, das wird auch am Ende nochmal dedicated to irgendwas geschrieben. Oder in Memoriam oder so. Guck, er hat das ganze Dorf in Schutt und Asche gelegt. Ja. Und die haben es halt erstmal gebaut, ne? Das ist auch das Geile. Du baust dieses Dorf und dann brennst es halt einfach ab. Oh ja. Oh ja. Ja, ein Audioflick zu Goonies gibt es schon. Tatsächlich. Mit Wolf habe ich das gemacht. Und jetzt. Dun, dun, dun. Hey, die Szene ist so arschcool. Batz. Nice. Oh! Und der Hubschrauber. Es geht direkt weiter! Es geht direkt Uff. weiter! Ein Highlight folgt dem nächsten. Ach, dieses Zusammenspiel aus Fallen, Zeitlupe. Sensationell. Sensationell. Ratatatatatata, um Ey, sicher zu gehen. jetzt pass auf. Wie hoch der jetzt springt. Guck mal. Und jetzt kommt hier der Ah. Showdown. Oh, die prügeln sich, da fliege ich erstmal hoch. Ab in die Rippen, Batz. Aber guck mal, schon geil. Das ist jetzt zwar nicht wahrscheinlich nie im Leben oben, aber sowas doch Das ist mal nice, auf jeden Fall. so einen richtig schönen weiten Schuss irgendwie aus einem anderen Hubschrauber. Super. Weil ich glaube, das war auch nicht ungefährlich, das so weit, also in so einem echten Szenario zu machen.
Das war's für Yoshi. Auch ein geiler Shot. So nice, ey. Wo haben sie es gedreht? Mexiko, ne? Das ist schon... echt schon ein tolles Setting, was sie da haben. So. Und jetzt... jawohl! Ah, der Chef kommt zurück. Bam! Batz. Auch alles gebaut, damit es zerstört wird. Super. Bam! Er muss die keine nur angucken Frage. Und den Knopf drücken. Böse angucken und dann den Knopf drücken. Ja, böse angucken und Knopf drücken. Keine Frage, der Walkürenritt in Apocalypse Now ist geiler, aber trotzdem, das ist schon cool, ey. Es ist echt schon viel Aufwand und auch echt schön arrangiert, so von den Perspektiven, die du siehst. Bats! Jetzt fliegt er gleich, der eine fliegt gleich so weit ja. weg. Zack. Noch schön die Gatling. Und noch die Minigun hinterher. Aber der fliegt gleich einer so geil weit von so einem Jeep, glaube ich, weg. Da. Herrlich. Haben wir schon mal einen Audioflick zu Predator gemacht eigentlich? Zu was? Zu Predator? Zu Predator tatsächlich nicht, ne. Okay. Ja, da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Oh, hier. Das ist jetzt natürlich dann UHF, ne? Mhm. Gucken wir uns gleich an, die Szene auf YouTube. Yeah! Oh shit. Beeilt euch. Ja, ne, was soll denn das? Was soll denn das? Wirst du jetzt wohl keine Schwäche zeigen hier? nach 8 Monaten Kriegsgefangenschaft. Oder 2 Jahren oder noch. Ne, es ist ja noch viel mehr, ja, stimmt ja. Das sind ja Jahre. Ah. Oh. So wie er eben geschossen hat, das bin ich bei Call of Duty. Ja. Ich bin der Typ, der in dem im Rücken geschossen wird, kurz vorm Einsteigen in den Hubschrauber. Guck mal, jetzt lacht er schon wieder, wurde ihm gerade im Rücken geballert, alles cool. Nee, das war ja ein anderer. Das war ein anderer? Okay. Ja, ja. Ich glaube, das war der. Nee, der eine liegt noch da unten, glaube ich. Und jetzt kommt's. Wow. Ist leider kein echter, sondern ein Fake, aber trotzdem ist das Ding einfach immer noch Bombe. Ich frage mich, wie diese Anbauten da, diese Flügel, wie viel die gewogen haben müssen. Der sieht aber schon verdammt echt aus, ey. Oder? Ja, aber es ist ein Nachbau. Also diese Flügel hat der da nicht dran. Die haben sie extra dran gebaut. Okay.
Aber dadurch, dass die halt schon irgendwo eine Funktion, ne, die haben ja diese Rauchgranaten, sage ich jetzt mal. Also die müssen schon irgendwo eine Mechanik drin haben. Mich würde mal interessieren, wie schwer das dann tatsächlich war. Aber ey, guck dir das mal an, Alter, was das für weite Shots sind. Wie cool du das hast. Das war einfach mal eine Hubschrauberverfolgungsjagd. Ja. Die dachten, es wäre auch alles schon vorbei. Da hast du gesehen, was da abgefallen ist. Das ist schon eine gute Verfolgungsjagd mit zwei Hubschraubern hier. Ja. Auch viele Schnitte, viele Kameraperspektiven, so, das wirkt nicht billig. Aber ich habe früher, also als ich das so zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nie gerafft, dass das wirklich der Oberboss, dieser Padowski ist. Hm. Scheiße. Wo ist er hin? Das gibt's doch gar nicht. Das ist halt auch so ein geiler Hollywood-Move, ne? Ich meine, was glaubt er, was Rambo über dem Wasser in dem noch fliegenden, rotierenden Hubschrauber macht? Sich ausruhen? So, warum ist er noch an? Einmal Knöpfchen drücken und du hast gewonnen. Ja. Reingelegt. Birds. Das ist einfach clever gewesen. Genau durch das Loch in der Glasscheibe die Rakete geballert, ey. Wobei man hier halt auch eher 5 gerade sein lassen muss, ne? Hätte das Ding in dem Hubschrauber abgefeuert, dann wären da hinten alle anderen am Arsch und das ganze Ding wäre eigentlich in Luft geflogen. Er musste alles auf eine Karte setzen, Mann. Ja. In der Hoffnung, dass die Panzerfaust nach hinten raus nicht so einen Strahl ablässt. Ja, stimmt. Hinten alle taub und blind für den Rest, aber am Leben. Also uns wurde bei Bund gesagt, dass man Panzerfäuste nicht im geschlossenen Räumen abfeuern sollte. Ja, also dementsprechend. Oder in engen Räumen. Ja, vor allem, wenn 3 Leute hinter dir sitzen. Ey. Lone Wolf. Das kann er doch nicht tun. Das kostet mich mein Job. Scheiße. Ich bin raus aus der Scheiße hier. Aber hier Cobra Kai hat eben auch gelacht, ne? Ist seinem Chef auch schnell in den Rücken gefallen. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das der einzige Rambo-Film, der jemals für einen Oscar nominiert war. For real? Ja. Aber nicht als bester Film oder so, sondern nur irgendwie wegen Tonschnitt, Technik, irgendwas in der Richtung. Best Effects und Sound Effects Editing.
Also. Sollte man nicht meinen, dass hier noch ein bisschen... Und hat auch einen Gewinner eines Razzie Awards übrigens. Eines, glaube ich, der hat aber schon mehr gekriegt, oder? Nee, mehrere. Worst Picture, Worst Actor, Worst Screenplay, Worst Original Song, Worst Supporting Actress. Nee, die war nur nominiert. Worst Director und Worst New Star. Da, Cobra Kai. In die Fresse. Jetzt geilste Szene. Man kennt's. Ja. Nach dem Urlaub. Montagmorgen im Büro. Keiner hat Kaffee und neue Milch gekauft. Und der Drucker ist immer noch kaputt. Schon wieder Wasser ohne Kohlensäure. Was möchte uns John Rambo damit sagen? Scheiß auf die Technik oder? Ja, Bürokratie halt. Ja, ne? Politik und Bürokratie. Yeah! Und weg damit. Und auch noch ein bisschen Waffen sind ganz geil. Und jetzt du. Boah, Statement, Mic Drop. Ja, aber du hast die ganze Technik jetzt kaputt gemacht. Der Mission jetzt nicht zuträglich. Gut, wenn die eins hatten, dann waren es finanzielle Mittel, ne? Ja, aber trotzdem. Der weiter, besser ist der, es. Der Hubschrauber ist noch viel rotter, als er vorhin noch war, als er gelandet ist. Danke, Mann. Danke, Mann. Ja, schön Ferris MC gerettet aus dem Gefangenenlager. Ohne Rambo gäbe es nicht hier, wie hieß es? Ah. Popstars. Ich weiß. Ich will. Was die wollen. Respekt. Verstehst du das, Mann? America, fuck yeah! Erstmal laufe ich da lang. Ja, genau. Aber ich komme gleich zurück, weil da hinten geht es irgendwie auch nicht weiter. Freeze. Stark. Dein Bruder darf wieder singen. Oh, ist so traurig auch. Emotional. Aber auch so viel.
Deep in my heart. Aber war für Karolko ein Riesenhit. Hat halt wirklich vieles ermöglicht, dass dieses Studio dann halt plötzlich nach vorne geschossen ist so, oder beziehungsweise, dass dieses Studio immer größer und größer wurde und immer mehr Kohle in irgendwelche Produktionen gesteckt hat. Und wir wissen ja, welche tollen Filme dann noch bei rausgekommen sind. Zum Beispiel? Total Recall. Mhm. Basic Instinct. Terminator 2. Mhm. Also, die haben schon echt einiges auf der Uhr gehabt und haben aber dann sich irgendwann echt verzettelt. Ja, also wirklich, haben einfach zu viel, zu schnell und ja, keine Ahnung, zu unübersichtlich Kohle ausgegeben. Und dann kam, glaube ich, die Piratenbraut und dann war es vorbei. Hier, und Peter MacDonald, ne? Das ist der, siehst du es? Director of Photograph by Peter MacDonald. Hm? Das ist der Kameramann hier gewesen. Der hat dann später, glaube ich, die Regie von Rambo 3 übernommen, weil Rambo 3 eigentlich von, ich glaube, dem Highlander-Regisseur gedreht werden sollte. Und der hat sich dann aber mit Stallone verkracht. Oder da gab es dann irgendwie Stress, weil da auch wieder Sachen nicht eingehalten worden sind und zig Sachen überzogen worden sind. Und da hat Stallone, glaube ich, zu MacDonald gesagt, pass auf, du hast es schon beim Dings ganz geil gemacht, hier mit den Hubschrauber-Szenen und so. Ich traue dir zu, dass du auch den ganzen Rambo 3 machen kannst. Highlander wäre übrigens auch eine geile Idee, by the way. Highlander wäre auch eine geile Idee, ja, bin ich auch dabei. Music by Frank Stallone. Lyrics by Frank Stallone. Sung by Frank Stallone. Peace in my life. Ja, Hot Shots 2 ist leider nicht, Leute, bei Prime dabei. Ah, schade. Muss man sonst kaufen. Echt schade. Da, hier. This film is dedicated to the memory of Cliff Wenger Jr., Special Effects Man and our friend. Okay, vielleicht Special Effects. Mhm. Aber der ist halt ums Leben gekommen bei den Dreharbeiten. Aufgrund irgendwie einer Explosion so. Ach, schön. Das hat Spaß gemacht. Leute, was sagt ihr? Was sagt ihr? Das kannst du mir nicht anzeigen, ne? Kann ich das auch mal irgendwo sehen? Ne, dann muss ich da einen Twitch-Stream anmachen, ne? Ja, du kannst einfach bei mir in den Twitch-Chat gehen. Ja, dann kollabiert wieder mein Rechner. Das ist einfach nur ein Chat, du musst das Video nicht, musst ja das Video auf Pause, kannst ja trotzdem im Chat sehen. Highlander wäre geil, ja, Highlander, es gibt's, also ich habe schon geguckt, UHF gibt's nicht. Das ist einfach... Highlander auch nicht. Aber das Schöne an Amazon ist ja, die Funktion... Kunden, die diesen Titel gesehen haben, haben auch gesehen. Na? Da wäre jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal auf Rambo 1 geklickt, da steht zum Beispiel Cliffhanger. Wäre ich mit dabei. Ja. Was denn? Was hast du gegen Cliffhanger? Weiß ich nicht. Nichts dagegen, aber jetzt auch nicht. Aber Etienne, das sind Filme, die es heutzutage nicht mehr so gibt. Das stimmt. Aber da findet man noch Besseres. Das ja, okay. Ja, Beverly Hills Cop 1 ist da in der gleichen Reihe. Der geht immer. Ja, siehst du. Jagd auf Rote Oktober. Fände ich auch geil. Ja. Hier, Time Cop. Könnte ich mir leben. Van Damme. Ja, klar. Nice. Oder ich sehe hier gerade noch Universal Soldier mit Van Damme. Wäre auch geil. Die Frage ist, Soldat James Ryan. Wäre das was? Jetzt? Nein, nicht jetzt. Generell. So. Ja, Soldat James Ryan, weiß ich nicht, den finde ich mal. The Thing. Er hat Simon neulich schon geglotzt bei sich. Aber ja, könnte okay. Man mal machen. Also ich sag dir mal, was wir haben echt noch viele nicht, aber was wir zum Beispiel, was ich gerne noch machen würde, wäre Inglourious Basterds.
Oder generell haben wir außer Pulp Fiction noch keine Tarantinos gemacht. Wir haben die neue Star Wars Trilogie noch nicht und die. Nee, warte, wir haben Episode 8 und Episode 7 haben wir. Wir haben Episode 9 noch nicht und die Prequels noch nicht. Zurück in die Zukunft 2 und 3 fehlt noch. Und Ghostbusters 2. Alien 1. Guck mal, hier ist Mann unter Feuer, den fandst du auch gut. Ja, mit Denzel, klar. Ja. Schöner Revenge-Flick. Die Hard 2. Oh, hätte ich auch Bock drauf. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich auch schon lange nicht mehr. Gibt's den? Sicario gibt's bei Prime. Edge of Tomorrow? Mhm, ja. Oh, die haben die Stunde des Jägers von Friedkin. Auch geil. Dings habe ich auch gedacht. Hier, wie heißt der? Apokalypto. Ja. Ja. Könnten wir mal machen. Aber der ist auch hart. Lethal Weapon. Ach nee, das ist Staffel 1, das ist die Serie. 12 okay. Monkeys. Hard World Rain. War, World War. Hard Rain hätte ich auch Bock drauf. Echt, der ist scheiße. Nein. Der ist nicht geil, Alter. Der ist nicht geil. Den hast ja, du aber der ist auch nicht scheiße. Doch, der ist scheiße. Nein. Der ist nicht geil. Den habe ich im Kino gesehen. Der ist scheiße. Du wirst ihn sehen und du wirst sagen, der ist nicht geil. Man hast ihn das letzte Mal. Du hast ihn einmal gesehen und du wirst ihn jetzt wiedersehen und wirst sagen, nee, der ist nicht geil. Ah, ich glaube, ich weiß sowas mehr zu schätzen. Jetzt inzwischen. Das ist so ein typischer 90s Trash-Action-Film. Ja, geil. Aber so Ende 90s, nicht geile 90s. Nee, der ist nicht geil. Ja gut, The Core wolltest du ja nicht. Dings können wir gucken. Black Rain könnten wir gucken. Oh ja. Was ist mit Stealth unter dem Radar? Der ist schön dumm. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, was hier, also Inglourious Basterds gibt es zumindest, aber was ist hier mit den ganzen geilen Scheiß, gibt es alles nicht. Was ist hier mit Drive gibt es, ja, Drive gibt es auf Amazon Prime. Aber Heat ist Drive gibt's. So ein Audio-Flick-Film? Da müsste man sich eigentlich hinsetzen und irgendwie weiß nicht, so richtig nochmal in die Tiefenanalyse ja, keine Ahnung. Ist ja immer so. Hier, Bad Boys 2, ne? Ja, den gibt's. Ja. Warrior, Red Heat gibt's sicher nicht. Red Heat ist geil. Red Heat wäre auch geil. Der ist, glaube ich, bei Sky gerade im Programm. Ja, Red Heat gibt's nicht. Heat gibt's, aber Red Heat gibt's nicht. Ja. Transformers? Hm. So also ein bisschen was Blödes müssen wir auch mal gucken. Ja, aber erstmal ein paar Classics. Erstmal ein paar Classics. Irreversible, als ob. Rausgeschmissen. Ach so, wollen wir mal hier in die richtig harte Region reingehen, oder was? Last Boy Scout, gibt's den? Den oh, hätte ich auch. Ey, wenn's den auf Prime gibt, das wäre natürlich geil. 100 Pro nicht, ey. Nee, gibt's nicht. Ich sag ja, Auswahl ist leider begrenzt. Aber guck mal, gibt's Rumble in the Bronx? I doubt it. Ich habe schon alles durchgeguckt und mir aufgefallen. Last Man Standing. Nee. Ja, oder man muss es halt so machen, dass man halt auch andere Filme rannimmt. Die haben nur scheiß Jackie Chan-Filme. Ja. Spy Daddy. Ja, der ist nicht gut. Was ist das? Chinese Zodiac. Der ist auch nicht so gut. Obwohl dieser Police Story Back for Law von 2014, den kenne ich gar nicht. Da ist er, glaube ich, so eher so ein Ernster. Das Ernster, ja. New Police Story. Das war es auch schon hier. Sicario könnte man tatsächlich mal überlegen. Ja, habe ich auch schon wieder länger nicht gesehen. Der ist einfach auch so derbe. Hier ist Scarface.
Ja, Scarface kann ich halt mitsprechen, aber haben wir noch nicht gemacht. Gehört auf jeden Fall zu den Classics, die man machen muss. Ja, und ist auch gerade, glaube ich, im Angebot erhältlich, oder? Oder ist das nur hier in diesem Channel, den ich da habe? Nee, Scarface gibt es, glaube ich. Vorhin auch gesehen. Scarface gibt es 2 Stunden 50 Minuten. Wow. Echt? Ist ja so lang. Vergeht immer wie im Flug. Ja, der ist unterhaltsam. Mulholland Drive, ja, den muss ich erstmal gucken. Habe ich noch nicht gesehen. Man is the Society. Aber ich schlage auch nochmal, oder ich schmeiß auch nochmal, ich habe den nämlich noch nicht gesehen, diese Extended-Fassung von Spider-Man 2. Mit Tobey Maguire? Ja, der zweite ist doch in Ordnung. Oh, die haben Karate Tiger 5, Alter, mit Billy Blanks. Karate Tiger 5, Eddie. Kennst du den? Wo sieht der diese riesen Holz Thunderdome kämpfen? Also. Da ist Billy Blanks der Bösewicht und der Typ aus dem zweiten Teil spielt wieder den Helden. Alter, die haben sogar Karate Tiger 10, Karate Tiger 8, Karate Tiger 6. Aber hier sind 2 Karate. Nee, das ist Kickboxer 5, The Redemption. Aber haben die American Ninja? American Fighter heißt der, glaube ich. Hätte ich Bock drauf. American Ninja haben sie. Nee, aber was? Das ist von 2008, das kann nicht sein. Nee, American Fighter 2, der Auftrag ist nur zum Bezahlen. Michael Dudikoff? Ja, war schon geil. Aber ich sehe gerade, das ist eigentlich ganz geil, dass die hier Karate Tiger 6, 7, nee, 6, 8 und Karate Tiger The Champions. Das muss irgendein Film sein, den sie noch nachträglich hinzugekauft haben. Michael Dudikoff, American Ninja von 2008, was ist das? Wieso denn mit Michael Dudikoff? Wie kann das denn sein? Nee, das ist was anderes. Oh, Etienne, aber sie haben hier, sehe ich gerade, Revenge of the Warrior, Tom Yungon. Kennst du den? Mit Tony Ja, wo er den Elefanten zurückholen muss? Ja. Ja, der ist ja noch relativ neu. Der ist ja auch noch relativ frisch. Och, geht. 2006. 2008, also 6, okay. Ja. Aber der hat diesen geilen One-Shot, diese Treppe da hoch. Wo er das Haus da so hochprügelt. Ja. Der ist super. Und ja, der ist auch schmerzhaft. Haben die The Raid eigentlich? Ride Along kriege ich angezeigt. Die kennen mich halt. Mann, Alter, die haben echt nix. Amazon, was? Get your shit together. Nein, Mann, die haben voll die geilen Sachen. Ey, alles, was ich eingebe, haben sie nicht. Minority Report könnte man mal wieder machen. Aber der ist auch langweilig ein bisschen. Ich finde, der zieht sich ein bisschen. Hier, Universal Soldier, der zieht sich nicht. Kung Fu Killer mit Donnie Yen, auch gut. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier auf dem PC kann ich doch zumindest mal die UHF-Szenen machen. Und zeigen. Haben die Turtles? Einen hatten sie die ganze Zeit lang, aber es kann sein, dass der jetzt gerade zu Netflix gewandert ist. Warte mal, hier ist die Szene. Ich würde die gerne mal zeigen. Aber wie siehst du die dann? Dann kannst du die gar nicht sehen, ne? Wenn du das auf dem kleinen Rechner öffnest wie mit die Oninja, dann kannst du es hier teilen. Okay, warte. Das mache ich doch. Für Schröckert mache ich alles. Also die Frage, ob man uns dann noch hören kann, weil wir da aktuell... Fragst du mich? Ja, ich denke gerade nach, laut. Kannst also du dich vielleicht in die... Ja. Warte, aber wie mache ich das jetzt, dass man das hört und sieht? Schwierig. Im aktuellen Setup wird schwierig. Aber warte, wieso? Ich kann doch disable the camera, create secondary stream? Nee.
kannst einen Screenshot machen. Auf diesen. Wie denn? Neben der Mikrofon. Ist das so ein Screenshot-Button? Disable the camera. Oh, dann nicht. Ja, nein. Dann geht es hier noch nicht. Aber du kannst es ja zeitgleich. Hast du eine Möglichkeit, da auf YouTube zu gucken gerade? Ja, habe ich. Dann gib mal ein UHF. Und dann suchst du da diesen 3 Minuten 55 Clip. Ja, Moment. Also, meine Watchlist hat saugeile Sachen bei Amazon Prime noch zu bieten. Die werde ich dir einfach mal runterschreiben. Ja, baller rüber. Ich kann auch ein Vote oder sowas machen, dann können die Leute das einfach abstimmen. Ja. Der 356, Sender mit beschränkter Hoffnung, Clip. Ja, genau. Warte, dann zähle ich runter, dass wir zeitgleich gucken, Leute. Wieso ist hier kein Pip? Warte. Warum bin ich nicht im... Ach so, klar, OBS. Keine Kamera. Ja, ne, ist egal. Bist du ready? Ja. Aber man kann drücken nicht hören, aktuell, oder? Wieso? Ready. Ah nee, alles gut. Geht. Also, 3, 2, 1, go. Wer soll ihn jetzt spielen? Wird Al Jankovic? Irgendjemand hat doch jetzt gerade unterschrieben dafür die Rolle, also um ihn zu spielen. Ja, wer war es nochmal? Ich habe es neulich irgendwo gelesen. Wer war das nochmal? War es Jonah Hill oder irgendein? Daniel Radcliffe, genau, tatsächlich. Guck mal, da schließt sich der Kreis wieder. Ist eh so ein guter Film. Ja, aber Weird Al hat's durchblickt. Es ist, ist ein guter Spoof. Stanley Spadowski. Ja. Michael Richards. Wie der auch rumgrimassiert und stolpert, ne? Das ist so krass in dem Film. Jetzt auch gleich, wenn er im Hubschrauber sitzt. Das muss doch Stock-Footage sein, oder? Ja, nehme ich mal an. Ja, dieser Muscle-Suit von ihm, der sieht echt gut aus, ne? Ja. Also zumindest für... für Edward Laser-Verhältnisse. Ja, genau. Und jetzt ratatatatatata. Die Bommelleiste. Ja.
Wie geil billig die 8 da oben drauf geklebt ist. Boom. Guck mal hier, wie er an die Scheibe gerotzt hat. Ach geil. Und da ist er zu Ende. Oh ja, hier, Conan der Bibliothekar. Die Leihfrist ist abgelaufen. Das ist cool. Ja, und hier auf YouTube kann man bestimmt auch nochmal den einen oder anderen. Ich gucke gerade noch Conan der Bibliothekar. Guck mal. Oh. Warte kurz. Großartig. Oh, warte, ich muss ja auf Watch Party gehen. So. Ja. Hier sind wir wieder. Schön, 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 schön. Ja, so ein Spoof, so eine Verarsche von so einem Film macht halt noch viel mehr Bock, wenn man das Original direkt danach gesehen hat, davor gesehen hat. Ne? Ja. Ah, Army of Darkness, ja, Mann. Und habe ich eigentlich Robocop schon gemacht? Nee, ne? Robocop. Ja, gibt's den irgendwo? Nee. Es gibt ja nichts. Obwohl, nee, warte mal, Robocop ist doch Orion, ist das nicht Fox? Oder war der jetzt bei Dings drin? Ah ne, ich glaube, der gehört jetzt zu Peacock, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, es ist halt das Problem, dass jedes Unternehmen jetzt seinen eigenen Streaming-Service hat. Dadurch kriegst du dann, die muss Amazon halt alle kaufen. Robocop. Ich hätte ja auch kein Problem damit, den Film zu kaufen und euch dann zu zeigen. Würde ich ja sofort machen, aber ihr müsstet den dann, glaube ich, auch kaufen. Ne? Das geht auch nicht. Also wenn ich den kaufe und dann hier vorführe. Das ist ja das Problem. Es gibt allerdings das Robocop Remake. Ach nee, auch nur auf dem MGM-Channel. Okay. Den muss ich auch nochmal gucken. Das Remake? Ja. Okay. Ist von dem Regisseur, glaube ich, der Troopa de Elite gemacht hat, ne? Yep. Aber Corporate Shit. Jackie ja. Brown, ja. Ich würde aber, wenn ich jetzt Tarantino als nächstes machen würde, würde ich tatsächlich mal Inglourious Basterds machen. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe mein Inglourious Basterds Akku ist wieder aufgeladen. Und der gehört, ist einfach auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und deshalb würde ich den gerne mal hier machen beim Audioflick auf jeden Fall. Jackie ja. Brown habe ich halt erst vor 2-3 Monaten, wann war es, haben wir sogar im Kino Plus drüber geredet, ne? Genau, den hatten wir als Hausaufgabe ja auch. Hatten wir als Hausaufgabe, deshalb, ich liebe den, aber ich habe den halt auch gerade erst geguckt, also auch sehr unterschätzter Tarantino tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Death Proof ist da auch nochmal irgendwo, also ich hätte auch mal Lust, mich mal wieder an diese Grindhouse oder halt eben an seinen unbekannteren oder beziehungsweise nicht ganz so hochgelobten. Übrigens, das wohl hatte ich ganz vergessen, in der Kino Plus Folge zu sagen, dass hier The Sadness hat mich auch krass an Planet Terror erinnert. Ja, den, das wäre auch ein Film. In seiner Planet Langfassung Terror, kann man den ja. Ja, mega. Gibt's den? Der letzte gute Robert Rodriguez. Naja, weiß ich nicht. Müsste ich nochmal überprüfen, diese Aussage. Aber ich will damit nur meinem Unmut über Oberfett Ausdruck verleihen. Nee, gibt's alles nicht. From Dusk Till Dawn nicht. Mann, das ist doch alles eine Scheiße. Hm, was sagst du? Zockst du schon? Nö. Ich guck nur gerade hier die Eintracht.
Bin ich in der Parallelwelt gerade gelandet oder was? Du hörst mir nicht zu, weil du die Eintracht guckst? Was ist denn jetzt passiert? Nein, ich habe gerade hier auf Zusammenfassung Spieltag irgendwie und da läuft gerade das Eintracht-Spiel. Ja, kannst du dir mal geben. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich erfahren habe, ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt, dass die letzte Boba Fett-Folge auch wieder von Rodriguez sein soll. Ja. Ja, egal. Die letzten zwei Folgen haben viel entschädigt und mir ein bisschen Glauben ans Star Wars-Universum zurückgegeben. Da sieht man, was in diesem Universum steckt, aber man sieht auch, was für Chancen verpasst wurden, gerade mit den Filmen. Dass jetzt irgendeine Serienfolge irgendwie einem Sachen liefert, die man gerne vielleicht auch in den Filmen oder so gesehen hätte. Naja. Da werden wir uns zu gegebener Zeit nochmal drüber unterhalten. Siehst du es etwa anders? Ich sehe es ein bisschen anders, ja. Mhm. Naja, gut. Das wundert mich. Wir sind doch sonst immer einer Meinung. Also nicht unbedingt, dass man mit den Filmen eine Chance verpasst hat. Das sehe ich auch so. Aber ich trotzdem sehe ich auch den Umgang jetzt bei den beiden letzten Boba Fett-Folgen nicht als zielführend. Wir treten nach wie vor auf der Stelle. Und das sollten wir langsam mal aufhören. Aber wie gesagt, da reden wir ja dann Ende dieser Woche drüber, oder? Oder ich nächste Woche. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Okay, Schröck, dann schmeiße ich dich jetzt raus. Du schmeißt mich jetzt raus. Kann ich ja doch noch Eintracht gucken. Ich will dich nämlich genau davon nicht abhalten. Nein, Quatsch. Ich wollte eigentlich nur mal, ich habe nur mal geguckt, ob noch eine Zusammenfassung von der zweiten Bundesliga heute läuft. Naja, das kannst du ja jetzt gleich einen drauf keulen. Ja, weil dieses 5-0 war schon ziemlich geil. Geilen HSV gibt es ja nicht so oft, muss man ja fairerweise auch noch sagen. Und dann auch noch gegen den Mitkonkurrenten. Genau, die Gelegenheit zu keulen muss man nutzen, wann sie keult. Ja. Gut. Machst du jetzt noch was? Hier im Stream? Ja, vielleicht im Stream noch ein, zwei Runden Schach oder so. Jetzt auch nichts mehr groß. Ich bin auch wirklich saumüde. Und auch wieder volle Woche vor mir. Aber jetzt vielleicht noch ein bisschen schnacken, noch ein bisschen. Ich wollte übrigens noch die erste Folge Jack Reacher heute gucken. Guck mal, also ich glaube, das dürfte dir gefallen. Du hast die Bücher ja gelesen, ne? Ja, ich habe, glaube ich, drei Bücher gelesen. Es gibt ja, weiß ich nicht, 20 oder so. Also, ja, aber du hast jetzt ein paar gelesen. Ich habe drei Bücher gelesen und ich habe das Gefühl, ich habe es verstanden. Aber das ist schon so ein Guilty Pleasure. Ich lese ja eh nicht viel, aber das wird schon was heißen, wenn ich mal dann so ein, die haben ja auch immer irgendwie ihre 400 Seiten oder was, wenn ich die dann durchlese. Weil die kannst du halt echt an drei Tagen, also ich kann die an drei Tagen, andere lesen die in zwei Stunden, aber ich mag das einfach, ich mag Jack Reacher. Ja, dann sollte die Serie aber eigentlich mal einigermaßen gefallen, weil die bleibt deutlich näher an den Büchern dran. Er ist halt auch deutlich mehr Jack Reacher als Tom Cruise. Und das ist schön straight so, also das ist halt alles, ne, hier, wir haben den und den Hinweis, okay, wir gehen mal dahin. Entweder es gibt irgendwie Stress oder es gibt die entscheidende Entdeckung und dann geht's halt weiter, so. Ach, guck mal hier. Sollen wir zusammen gucken, Leute? Also ich meine, den könnte man sich noch reinlegen, die erste Folge. Jack Reacher. Ich habe noch nie eine Serie geguckt hier in der Watch Party, aber wenn ihr Bock habt, dann gucke ich das jetzt hier und dann könnt ihr mitgucken. Weil ich wollte ja eh machen. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, den nochmal mitzugucken. Ja, ich habe die ersten vier schon gesehen, deswegen würde ich an dieser Stelle passen. Kein Thema. Weil dann kann ich nämlich noch meinen Film zu Ende gucken, den ich eigentlich noch zu Ende schauen möchte oder angefangen habe. Okay. Den kann ich auch empfehlen, aber das ist nichts, da musst du nichts Großes. Wie heißt der? Broadcast Signal Intrusion oder sowas. Schicke ich nochmal per WhatsApp. Den fand ich nett. Das ist ein eher billiger, was heißt billiger Film, aber es ist halt eher ein ja, so ein unbekannter Direct-to-DVD oder Direct-to-Streaming-Dienst oder wie immer man das nennen möchte. Aber der macht schon was her und der hat eine echt interessante Verschwörungsstory so. Mehr möchte ich da eigentlich gar nicht zu erzählen. Weil wie heißt muss man der? Ein bisschen Broadcast Signal Intrusion oder so. Warte, ich gucke nochmal sofort nach.
Naja, Broadcast Signal. Ich glaube, ich kenne den. Der noch einen anderen Namen? Nee. Nee, das, ich verwechsel. Das weiß ich leider nicht. Nee, ich verwechsle ihn mit diesem anderen Film, der auch so ein UFO-Signal im Radio Station oder irgendwas. Ja, das ist aber, glaube ich, war das nicht dieser West of Night? Ja, genau. Ich habe den. Den gab es hier auch bei Dings. Den gab es ja auch bei Prime, ne? Ah, den fand ich auch nicht so geil. Und nee, der Film, den ich meine, wie gesagt, der heißt Broadcast Signal Intrusion. Ich habe jetzt, muss noch 20 Minuten gucken oder so. Aber ich fand den irgendwie, der hat was. Auch wenn er jetzt halt deutlich limitierter ist oder beziehungsweise nicht so viele Mittel zur Verfügung hat wie andere große Filme. Aber ich glaube, den hättest du mit einem guten Cast und mit ein paar bekannteren Namen so, hätte man aus dem noch was machen können. Ja. Aber auch so, wie er jetzt ist, gefällt mir eigentlich. Wirklich. Auch eine Art Film, so Paranoia-Thriller, die man jetzt auch nicht mehr allzu häufig irgendwie auf einem halbwegs sich selbst ernst nehmenden Niveau irgendwie sieht. Ja. Ja gut, dann schmeiß ich jetzt raus, gucke jetzt noch eine Folge mit euch, die erste Folge Reacher, von der neuen Reacher-Serie. Die gibt es auch erst seit letzter Woche, glaube ich, offiziell. Da wünsche ich euch viel Spaß.